bisschen und so zu machen, habe ich keinen weniger Schatten beim Thomas auf dem Gesicht. Thomas hat Schatten, ja. So ist besser, glaube ich. Stört euch das Licht so? Wieso ist die Kamera ausgegangen? Das ist doof. Warum bist du Mitglied bei der Wirkacht? Und was bedeutet die Wirkacht für mich? Okay, gut, dann rühre ich immer auf Aufnahme. Galik. Und dann sind wir online. Und ich begrüße meine Zuschauer und vor allem den Gunnar, für den ist dieses Video hier, damit er für das wirkachte.de Werbevideo ein bisschen Material hat. Und ich sitze hier mit dem Thomas auf seinem Boot. Wir wohnen, leben beide auf Mallorca und haben uns über die Wirkachte kennengelernt und wollten deswegen auch zusammen ein Video machen. So, und weil der Gunnar so tolle Fragen davon hat, stelle ich dir mal direkt als erstes eine Frage. Und wie hast du von der Wirkachte erfahren und was hat es bei dir ausgelöst? Also erfahren habe ich über die Wirkachte über Facebook. Und zwar über den Gunnar, wo ich Freund bin. Und ich war also sofort davon total begeistert, weil ich mir gedacht habe, genau das ist, was fehlt, dass man sich ganz einfach einmal zusammenkommen kann. Dass man nicht nur übers Netz jeder eben was Tolles schreibt, sondern dass man sich ganz einfach mal treffen kann und eben Aktionen planen kann und Aktionen machen kann. Also ja. Das war also die Hauptgeschichte. Sie. Ja, gute Antwort auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der Gunnar die nutzt, aber. So, jetzt bist du dran, müssen wir eine Frage stellen. Frage ja, warum bist du in der Wirkarte? Ja, ich habe mich da angemeldet, weil ich eigentlich schon seit Jahren auf ein Tool warte, das eine ganz bestimmte Funktion hat, das Facebook, MySpace und so weiter nämlich nicht haben. Und das ist quasi eine Karte, auf der ich sehen kann, wer mit ähnlichem Gedankengut wie in meinem Kopf um mich herum sich bewegt. Damit ich nicht mehr das Gefühl habe, ich sitze alleine damit an meinem Computer, ständig auf der permanenten Suche nach Gleichgesinnten, sondern jetzt auch die Möglichkeit habe, die real im Leben zu treffen, so wie hier in diesem Fall. Und ja, weil ich halt eben schon eine Weile darauf gewartet habe und das jetzt eigentlich zur Verfügung steht, habe ich mich doch direkt angemeldet. Yeah. So, jetzt muss ich noch fragen.